Hallo Werkzeugfans, willkommen bei GoToTV. Mein Name ist Sebastian und heute geht es um einen alten Mythos. Sind Schlagschrauber eigentlich die viel besseren Akkuschrauber? Wir haben hier Schlagschrauben mit einem sogenannten Hexaufnahme. Ergo, man kann herkömmliche Bits einfach hier einspannen und kann dann damit schrauben. Und es gibt ja diesen Mythos, dass diese beiden Geräte hier, 12 Volt, 18 Volt, viel sinnvoller sind, um Schrauben damit zum Beispiel auch in Holz zu schrauben. Ja? Oder auch solche Schrauben oder vielleicht sogar solche Schrauben. Und ist das nur irgendwie dumm von uns, dass wir Akkuschrauber benutzen? Sind Akkuschrauber eigentlich überflüssig, was sowas betrifft? Oder sind die viel besser? Das schauen wir uns heute an. Also willkommen zur Werkzeugfrage. In diesem Format ist es ja so, dass ich eure Fragen aufnehme und versuche zu beantworten und Fragen, die sehr häufig auch gestellt wurden. Und in diesem Fall ist es wirklich nochmal ganz anders, denn es ist so, dass dieses Meinungsbild immer wieder auch in den Videos existiert. Auch gerade, wenn ich jetzt zum Beispiel hier sowas habe wie diese Riesenmonster, der 150C von Bosch, den es ja in der Leistungsklasse auch von anderen Herstellern gibt, von Makita und Metabo und Dewalt und so weiter. Und wir solche riesigen Schrauben dann teilweise hier in das Holz rein treiben. Und das können diese Geräte. Und unter solchen Videos steht sehr häufig, ja, nimm doch einfach einen Schlagschrauber, geht viel einfacher. Und es hat diverse Vorteile. Und es kommen auch manchmal die Themen, wo man sagt, naja, da geht doch auch ein viel kleineres Gerät, kann das doch auch. Hier zum Beispiel der kleine Milwaukee mit 12 Volt. Und hat natürlich auch diverse Vorteile. Und genau deswegen unterhalten wir uns heute und genau deswegen schauen wir uns das an. Wir haben hier einen 12 Volt Schlagschrauber von Milwaukee mit fast 150 Newtonmeter Drehmoment. Und dann haben wir hier nochmal einen von Bosch 18 Volt mit 200 Newtonmeter. Und hier haben wir einmal 35 Newtonmeter, hier den kleinen von Bosch. Und dann haben wir nochmal hier 150 Newtonmeter, herkömmliche Akkuschrauber. Und die Frage ist wirklich, ist das eine jetzt besser als das andere? Ja? Denn es ist so, im amerikanischen Sprachraum, vor allem in den USA, ist es so, dass diese kleinen Schlagschrauber enorm verbreitet sind. Viel, viel, viel mehr noch als solche kleinen normalen Akkuschrauber. Und ein Grund dafür kann sein, dass sie auch einfacher zu handhaben sind. Ein anderer Grund, schreibt mal bitte unten in die Kommentare, aus welchem Grund das dort viel mehr verbreitet ist als bei uns. Würde mich wirklich interessieren. Das kann nicht daran liegen, dass sie mehr mit Holz machen, weil die Holz sind ja viel mehr noch aus Holz gebaut. Wer weiß. Und ich möchte jetzt mal ganz konkret zeigen, worum es eigentlich geht. Also wir nehmen jetzt mal diesen ganz normalen Akkuschrauber, nein, Schlagschrauber in dem Fall. Nehmen jetzt einfach eine Bitaufnahme. Tun die hier rein. So. Und jetzt haben wir hier eine kleine Schraube. Und zwar 8x120. Ja? Und dann werdet ihr sehen, was man machen kann. So. Jetzt wird es laut, wir machen es regeln, das gleich ein bisschen runter. So. Das Ganze ist wunderbar versenkt, funktioniert und ich habe jetzt mit 12 Volt das hier einfach reingetrieben. Was ist jetzt der Vorteil? Also es hat funktioniert, das ist Vorteil Nummer 1, aber das Ganze hat natürlich noch einen anderen Vorteil. Und zwar schaut euch mal gleich meine Handstellung an, also wie ich den anfasse. Ich versuche ihn mit so wenig Fingern anzufassen, wie es nur überhaupt geht. Dann werdet ihr sehen, was ich meine. So. Ach, ist gar nicht so leicht. Okay. So, zwei Finger brauche ich. Also du hast gerade gesehen, dass ich das eigentlich mit zwei Fingern halten konnte. Ich musste noch ein bisschen mit dem dritten Finger nachhelfen, damit es in der Führung bleibt. Aber ich konnte ihn quasi einfach so anfassen. Und das ist der große Vorteil von einem Schlagschrauber. Der Schlagschrauber, bei dem ist es nicht so, dass er dauerhaft diese Energie in eine Richtung abgibt. Nicht, dass er, wie bei normalem Akkuschrauber, wenn ich den jetzt zum Beispiel nehme, ist es so, dass er in diese Richtung dreht. Und er dreht mit aller Kraft, die er hat, die ganze Zeit in eine Richtung. Dadurch ist es natürlich so, dass du ihn wirklich festhalten musst. Beim Schlagschrauber ist es ganz anders, dass er ganz viele kleine Schläge macht, so tak, 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 tak. Und dadurch, dass er immer wieder loslässt, ist es so, dass du keine Kraft aufwenden musst in der Hand. Du musst ihn einfach nur festhalten. Das ist eigentlich alles. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Moment. So, jetzt nehmen wir mal einen normalen Akkuschrauber. Und zwar auch wieder einen 12 Volt. Hier einen GSR 12V35.
Das heißt, wir haben hier 35 Newtonmeter Energie, die er abgeben kann. 35, ja, nochmal, 150. Jetzt kommen wir mit 35 an. Nochmal dieselbe Schraube hier, ein bisschen warm inzwischen. Ei, ei, ei. 8 mal 120. Geht auch. Ja. Geht auch. Unterschied ist aber, wir müssen es mehr festhalten. Also ich musste schon wirklich ja, ein bisschen Kraft aufwenden. Bei der kleinen Schraube ist es noch nicht so. Wenn wir jetzt hier hingehen, dann wird es schon ein bisschen spannender. Aber der Unterschied zwischen diesen beiden grundsätzlichen Modellen, wenn wir jetzt mal hier 12 Volt Schlag und nochmal einen Akkuschrauber nehmen, ist ganz einfach. Du brauchst keine Kraft. Und wir reden jetzt nicht von anderen Schraubenarten. Es gibt auch ganz viele andere Schraubenarten, aber es geht speziell um solche Holzschrauben, ja, oder im Holzbau das Ganze zu verwenden. Und hier ist es so, dass der große Vorteil ganz einfach ist, du musst nicht so festhalten und kannst auch mit weniger Kraft das Ganze hier reinbringen. Aber du hast auch einen riesen Nachteil. Das ist echt laut. Das ist wirklich verdammt laut. Eigentlich müsste ich jetzt hier mit Ohrschutz stehen, weil der ist wirklich laut. Das macht doch eigentlich keinen richtigen Spaß mehr. Wenn du jetzt sagst, ich möchte jetzt mal hier 20, 30 Schrauben reinhämmern, dann ist das schon laut. Also das ist auch ein Grund, warum ich das eigentlich nicht mache. Und die zentrale Frage ist doch, sind diese beiden Geräte genauso stark? Wir haben jetzt ja hier 150 Newtonmeter und hier 150 Newtonmeter. Warum braucht man überhaupt hier 150 Newtonmeter? Was soll denn der Quatsch hier, ja? Ich meine, wenn der hätte auch 150, dann muss er da... Hä? Macht das irgendwie Sinn? Nee. Das probieren wir gleich mal aus. Dann haben wir sogar 200 Newtonmeter hier bei dem. Und der muss ja noch mehr Kraft haben. Der muss diese Schraube ja quasi vaporisieren. Und deswegen werden wir jetzt mal Folgendes machen. Wir nehmen jetzt einfach mal erstmal diese kleine Schraube hier mit 30 cm und werden die mal einfach hier reinschrauben und gucken, wie die sich schlagen und wie die anderen sich schlagen. Was haben wir gerade gesehen? Ich habe jetzt zwar nur mit einem Gerät diese Schraube reingeschraubt, hier die 30er, aber es hätte für keine andere irgendwo Sinn gemacht, weil am Ende ist das für Elefants in der Größe. Dann haben wir jetzt hier unsere größere, immer noch warm, 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 ha, 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 40 cm Schraube, ist ja auch warm, genommen. Und da hast du Folgendes gesehen, ja, der Schlagschrauber hat es geschafft, der kleine 12 Volt, etwa genauso schnell wie der kleine 12 Volt Akkuschrauber. Ja? Unterschied war, etwas lauter, aber leichter zu handhaben. Und hier ist es auch nicht wirklich langsamer gewesen. Ich muss nur etwas mehr festhalten. Ja? Dann haben wir gesehen, dass wir mit dem hier noch einige schneller vorangekommen sind. Der hat es auch geschafft. Und der 150er hat eigentlich das gesamte Feld gedemütigt, weil ich hier im zweiten Gang sogar das Ganze einfach so reinschrauben konnte. Das war einfach so, och, machen wir mal. Ja? Das hätte übrigens auch mit den meisten anderen großen Akkuschraubern genauso funktioniert. Ja? Ich rede jetzt hier von der über 100 Newtonmeter Klasse. Jetzt kommt ja die Frage aber, haben die Kleinen denn so viel Kraft, dass sie das hier reinschrauben können? Und das probieren wir jetzt mal aus. Wir haben jetzt hier eine Vollgewindeschraube in 60 cm. Und das ist genau die Frage, schaffen sie es oder schaffen sie das nicht? Und deswegen werden wir genau in dieser Reihenfolge das ausprobieren. So, wir haben es gucken noch
rund 48 cm raus. Das heißt, wir haben 12 cm geschafft. So, der hat es reingebracht. 36 cm sind übrig, also 24 cm. Ergo, wir haben hier, der kleine 12 Volt hat mehr geschafft als der hier. Nämlich hier haben wir 12 cm gehabt, die er reingeschraubt hat, hier 24. Das ist schon enorm, oder? Zur Erklärung, warum habe ich jetzt aufgehört? Erstmal, wie viel haben wir denn eigentlich? Wir haben jetzt hier geschafft 36 cm. Also sind 36 cm jetzt ins Material reingekommen. Ja, 26 sind noch übrig. Nee, das habe ich gemessen. 34 cm sind wir ins Material gekommen, 26 sind übrig. Ich glaube, wenn ich es einfach ausgehalten hätte, wäre es noch ein bisschen länger reingegangen. Aber es war jetzt so ein minimaler Fortschritt an der Stelle, das einfach keinen Sinn mehr gemacht hat. Wir haben es doch eilig, oder? Deswegen werden wir mit dem Akkuschrauber jetzt nicht im ersten Gang oder so vor uns hin tüdeln. Übrigens bei allen anderen, bei den Schlagschraubern, ist es natürlich so, dass ich hier jeweils auf 3 oder hier im höchsten Gang war. Und natürlich bei dem hier im Kleinen, weil im Kleinen hat er mehr Kraft. Im höheren Gang hier ist es bei dem Schlagschrauber so, dass sie da mehr Kraft haben, weil sie mehr schlagen in dem Moment. So, und jetzt mache ich es bei dem aber so, wenn ich nehme den zweiten Gang, da wo er weniger Kraft hat, einfach um euch nur mal zu zeigen, was das Ding hier kann, ja, und was er so hier abreißt. Und jetzt gehen wir mal hier los, einfach so mitten rein, ne, machen wir auch hier oben, so, und... Fragen? Also was haben wir jetzt gerade gesehen? Im Grunde ist es auch schon interessant, oder? Das heißt, wir haben hier 150 Newtonmeter, hier 150 Newtonmeter und der schafft das hier mit Bravour einfach so im zweiten Gang, ja, wo man wirklich natürlich auch weniger Kraft aufbauen kann. Im ersten Gang wäre es einfach nur langsamer geworden und wäre auch drin. Ja, da hätte ich wahrscheinlich noch eine größere und längere Schraube nehmen können und oder. So, und dann haben wir hier sogar 200 Newtonmeter und der schafft es nicht, ja, diese Schraube zu versenken. Das heißt erstmal, es gibt viele Erkenntnisse eigentlich dabei. Nummer eins, dass die reine Kraft, die hier angegeben ist, nicht unbedingt dasselbe aussagt. Denn du hast ja hier zum Beispiel gesehen, 35 Newtonmeter und der hat das sogar weiter reinbekommen, hat er hier mit 150. Einfach, weil es aus meiner Sicht komplett andere Anwendungsgebiete sind, diese Schlagschrauber. Und das ist übrigens auch der Grund, warum ich sage, diese Hexschrauber, weiß ich nicht. Also natürlich, Schlagschrauber werden gebraucht und kannst du auch an vielen Stellen sehr nützlich einsetzen. Aber mit Hexaufnahmen ist es ja vor allem eher dafür da, um da auch normale Bits hier rein zu tun. Ja? Nimmst du einfach einen Bithalter oder ein Bit und tust es da rein. Und da wiederum bist du dann eher so im Schraubbereich. Und beim Schraubbereich bist du aus meiner Sicht eher wieder bei normalen Akkuschrauber, weil die Akkuschrauber mit solchen Schrauben viel eher harmonieren. Es gibt aus meiner Sicht nur einen einzigen Vorteil von der Nutzung von Schlagschraubern. Und deswegen, bitte schreibt es unten in die Kommentare, was ist eure Meinung dazu? Und vielleicht übersehe ich ja etwas an der ganzen Sache hier oder ihr habt nochmal einen ganz anderen Denkanstoß. Denn natürlich ist es so, dass das hier einen großen Vorteil hat. Wenn du sehr wenig Kraft aufwenden möchtest, also sehr auch wenig, vielleicht, dass du eingeschränkt bist in der Bewegungsfähigkeit deines Handgelenks oder dass du irgendwelche anderen Defizite in dem Arm hast, dann ist es mit dem Schlagschrauber schon so, dass du bis zu einer bestimmten Größe ganz einfach deine Schrauben reinschrauben kannst und musst es nicht, eigentlich fast gar nicht festhalten, du musst das Gerät nur festhalten, aber du musst es ordentlich führen.
Weil ein Schlagschrauber möchte auch gefühlt werden, dass der Bit nicht dauernd rausjuckelt. Ja? Deswegen ist es mit normalen Schraubenmuttern auch viel angenehmer, weil da hast du nicht das so schnell, dass es übernaddelt, sage ich immer so schön. Das ist der große Vorteil. Aber du musst dann aber auch sagen, das ist aber auch laut. Ja, das muss man dazu sehen. Und bei diesen Geräten hier, die sind einfach dafür prädestiniert, genau das zu tun. Sie sind dafür da, um Schrauben halt zum Beispiel hier in Holz reinzuschrauben und damit Spaß zu haben. Ja? Und insofern ist es aus meiner Sicht so, dass der Mythos widerlegt ist, dass das hier besser funktioniert. Ja? Es funktioniert auch, aber auf jeden Fall nicht besser. Weil gerade hier im 12-Volt-Bereich war es ganz klar so, dass der hier besser war. Und im anderen Bereich hier, im 18-Volt-Bereich, war es überhaupt keine Frage, dass der 150C dort wesentlich besser performt hat im Verhältnis. Aber wie gesagt, das heißt nicht, dass das jetzt hier schlechte Geräte sind. Das heißt nur, dass sie für diesen Anwendungsfall nicht besser sind. Man kann sie auch nutzen, aber es ist nicht so, dass man jetzt sagt, na, sind wir eigentlich doof, dass wir diese Schrauber hier nutzen? Nein, es macht total Sinn. Ich hoffe, ich habe euch weitergeholfen. Ich hoffe, ich konnte das ein bisschen aufklären. Wenn ihr noch mehr Fragen zum Thema habt, schreibt es unten in die Kommentare. Dann nehme ich es vielleicht ins nächste Video mit. Und jetzt erstmal ran an die Schrauben und bis zum nächsten Mal.